Guten Morgen, München. Schnell Zähne putzen, gemütlich frühstücken. Und es geht los. Ein toller Tag liegt vor mir. Ich habe so viele Tipps von euch bekommen, die ich jetzt in die Tat umsetzen möchte. Karin hat mir geraten, unbedingt den Viktualienmarkt zu besuchen. Ein uriger Markt in der Altstadt von München, auf dem es hinter jeder Ecke etwas Neues zu entdecken gibt. Kauft euch eine Brezel, 100 Gramm Obersten und lauft weiter zum Gärtnerplatz im Glockenbachviertel. Den Stadtteil hat mir Hannelore ans Herz gelegt. Hier gibt es tolle Läden zum Shoppen und viele kleine Cafés. Mein absolutes Lieblingscafé, die Götterspeise. Hier gibt es wirklich göttliche Kuchen. Nächster Stopp, der Eisbach. Fast alle Leser waren sich einig. Ein München-Besuch ohne die Surfer am Eisbach zu beobachten, geht nicht. Ganz schön mutig, die Jungs und Mädels. Ich traue mich nur mit den Zehen ins Wasser. Der Eisbach hat nämlich nicht umsonst den Namen Eisbach. Aber apropos Eis. Kate hat mir geschrieben, es gibt eine verrückte Eisdiele in der Amalienstraße. Augustinerbiereis oder Wurstsalateis? Ich glaube, ich entscheide mich für Schokolade und Champagner. Weiter geht es durch den englischen Garten. Den chinesischen Turm kennt ja jeder. Und ein Bier muss hier drin sein. Übrigens, ihr dürft eure Speisen hier mitbringen und einfach verzehren. Der schönste Platz im englischen Garten ist laut Sandra Amonopterus. Ein Rundtempel auf einer kleinen Anhöhe, von dem man das Treiben im englischen Garten beobachten kann. Wow, was für eine Aussicht. Aber eine noch schönere Aussicht hat man vom Olympiaberg aus. Da gehen wir jetzt hin, zum Tollwood Festival, das zweimal im Jahr in München stattfindet, mit allerhand Verkaufsständen, Imbissbuden und Livebands am Abend. Was für ein schöner Tag. Ach, ich liebe München. Vielen lieben Dank für eure tollen Tipps. Ich steige jetzt wieder in den City Nightline und fahre mit meinen schönen Erinnerungen nach Hause. Gute Nacht und bis ganz, ganz bald.